Hier raus auf jeden Fall. Yes. Go ahead. Scheiße, ich muss erstmal weitergehen. Was bist denn du für einer? Nee, der greift mich nicht an. Niedlich. Okay, ich geh erstmal zurück. Auf jeden Fall. Ja. Status. Kann ich das nochmal angucken mit dem... Kann ich das vorne hier angucken? Kann ich das nur draußen angucken? Mit der Entwicklungsstufe? Okay, und da gucken wir das draußen an. Das ist kein Problem. Jedes Gebiet hat quasi seine eigene Geschichte. The road to the orbs is long. Do not be hasty and take your time. Okay, I'll try lots of things and slowly raise my divine beasts. If you pass the arena tests, you can get a powerful beast amulet. Once you get stronger, you might want to go to the arena. What's wrong? Do you want to ask me something? What exactly is the Kalma? The Kalma are dark parasitic insects that infest divine beasts. By now, most divine beasts living in the wormhole forest are infested with Kalma. They may get old and die without becoming Kalma, but if they become Kalma, they gain knowledge and eventually take on human form. The Nagi people called the Kalma the Forbidden Sea and feared them. They say they'd replace men if they came out above ground. I don't quite get it, but are they something like a disease of the divine beasts? But when and why it ended up like that, the cause is not known. That's why I got beast hunters together, to split up and patrol the forest. I see. So that's what's inside my body? Don't worry about it. Kahu, I'm sure you'll be okay. A forest orb. It's not some strange fruit, is it? I guess you really don't like those key spores, right? Orbs are said to be the crystallization of triumphs to judge people. Only those accepted by the orbs are granted the power of Elrin. Well, they are like gems that pick representatives of humanity. Do you think I can get those amazing things? Something is bound to test you as you go through the forest. But don't panic. Just believe in yourself. Stand up straight and face it. Do this, and you will be sure to get the orbs. I gotta go. See you around. What is... Gut, wir gehen zum Room of Life. Also, ich kann der Löffler sorgen, dass das wurde zwei Zwillinge, das Ra ist und die in der Arena ist Mu. For anything about divine beasts, leave it to me.
Also nebenbei, wenn die Dialoge laufen, gucke ich im Buch rum und falls ich irgendwas Interessantes oder so finde, dann sag ich das dann. Willst du mich verarschen? Schon wieder? Mit, wenn ich die nicht im Kampf mit habe? Mit der ist es Stufe 7. Das ist ja wild. Okay, krass. Okay, interessant. Okay, jetzt muss ich mir merken. Mit der Zeit. Ah, okay. Zu dem Shop. Hey, promising rookie. Training hard, making it big. Hey, Kahoo, who is this guy? Do you know him? Well, you must be. A Faerloo, right? I thought they were extinct. Do you know Nico? Faerloo, the dream fairies. They who sully sleep, harboring black darkness. Now I get it. She said the forest orbs are needed to break the curse. Be prepared! No worries! Yep! Das sind die Shop. Den Leuten auch Gegenstände zu trocken geben? Eine Art Lager habe ich nicht, oder? Hier quasi reingehen und sagen, hier, das hätte ich gern wieder. Blöd. Ist gerade eingefallen, dass bei Elder Knights, was ich gespielt habe, ja auch ein Warenhaus ist. Das heißt ja Lagerhalle oder so. So blöd. Bestien.
Oh, ein größeres Item. Das ist nice. Du bespar auf die Itembox. Das ist auf jeden Fall geil. Wie viel Wirtschaft wir kriegen? Ach du heilige Scheiße. Da müsste ich wahrscheinlich die komischen Gems verkaufen. Find something good in the forest and I'll give you a good price for it. Bevor ich das mache, gucke ich nochmal nach. Genau. Ob ich die Steine unbedingt brauche für irgendwas. Weil ich habe da keine Ahnung. Are you in top condition? The battle sign up is over here. Alter. Beast Amulett. Stop Talk. Ist. Nur das, was vorher schon war. Okay, diesmal lebt. Ich greife immer den in der Mitte an. Das ist perfekt. Deswegen sollte man, glaube ich, den stärksten immer den Mitte setzen. So war das. Für die Wirtschaft. Der New Beast Amulet. Okay. Beast Hunter War. Level 2. Okay, Geld kriegen. Das ist ja nice. Probier's einfach mal. Der hat zwei Monster am Start. Der ging auf frei. Der ging auf frei, nice. Ich habe zwei Schilder. Okay, das ist nicht schlecht. Mal werden die dann stärker. 2 Beast, 3, 4 und ganz unten ist dann 7.
Okay. Das ist ein Mittel. Okay. Das lassen wir erstmal. Wer war da kein Gene? You fought well. Come back again. I'll be waiting. Die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle. Habe ich jetzt zusätzliche gekriegt, weil ich die Tests gemacht habe? Oder habe ich das gekriegt, weil ich einfach nur den Bossblatt gemacht habe? Gehe ich neu? Seen you around here before. You're a beast hunter? You bet. I'm gonna train real hard and get real strong. Well, I recommend the Earth Forest for training. It's tough enough. What about divine beasts in other forests? Fire Forest beasts have a strong style and knock down drag out fights. Can't beat our defense. Wind Forest beasts are mostly technicians. Got a bad attitude with annoying attacks. Water forest beasts are mostly the recovery type. Get a lot of long, drawn-out battles. Depends on your attack style, but you can try them all to find what you like. Yeah. This. Okay. Den kriege ich drei Flammen. Ich hab die Steine doch da. Okay, ich kann die Stones kann ich quasi für die nehmen. Okay, also die kann ich nicht nutzen, ich kann nur die nutzen. Den könnte ich quasi annehmen, ich habe die Steine da. Ich glaube, ich habe nicht drei. Ich glaube, ich habe nur zwei. Okay, also die Steine brauche ich auf jeden Fall für solche Aufgaben. Okay. Ja. So, würde ich einfach mal sagen, beende ich mal den Spaß an der Stelle. Ups, das war schon falsch. Nee, es war schon. Gut. Ich werde mal recherchieren, wie ich die, wie das alles zusammenhaut, also zusammen
gut. Zwischen das Handbuch ein bisschen durchblättern, alles drum dran. Vielleicht werde ich nochmal in die. Ich glaube, in die erste Wasser-EP kann ich gar nicht mehr zurück. Ich kann bloß in der zweiten starten. Was relativ scheiße ist. Wieso kann ich nicht trainieren oder irgendwas? Mal gucken. Oder wir gehen das nächste Mal in eine andere. Also. Andere Ebene. Wind oder irgendwie so. Mal gucken. Was nicht stark gegen Feuer ist. Das war Wind. Ja, das kann ich ja nochmal nachgucken später. In dem Sinne war es das bei Yada Cocoon 2. Meine Damen und Herren. Irgendwann kommen auch dann die Fusionen zwischen den Monstern, alles drum und dran. Und ich werde dann mal gucken, wie ich das freischalte, dass ich mehr Monster mitnehmen kann. Warte mal. In den anderen Sprachen ist eine Prologstelle von Nico. Und Kahu. Und von Co. Nan. Ey, wollt ihr mich ver. Das ist ja mega dumm. Auf der deutschen Übersetzung mit dem Handbuch, da fehlen einfach Charaktere, die auf Englisch da sind. Hier ist der Prolog, den ich am Anfang vorgelesen habe. Dann kommt auf der nächsten Seite, ja gut, das ist beschissen. Dann kommt K, also eine kurze Szene zusammenfassen, was mit K.U. ist, dann was Nico ist, was mit Co ist, mit also dann kommt irgendwann später ein Nam. Und Gil, oder Chill. Und dann kommt erst die anderen. Zu denen ich komme, wenn es soweit ist. Das ist ja mega dumm. Nee, das ist ja komplett anders. Da wird das sogar nachher erklärt. Da werden noch andere Dinge erklärt. Das ist ja wirklich, das ist ja mega dumm. Dann hätten sie es so klar einheitlich machen können. Gut. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch gepflegten Morgen, Mittag oder Abend, den das Video schaut oder halt beim nächsten Mal live mit dabei seid. Macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Mal, ne? Ihr kleinen dreckigen Racker.